Aber vielleicht fällt mir irgendwann noch mal was Sinnvolleres ein. So. Ist jetzt nicht so sonderlich spannend. Wir gehen gleich wieder nach oben. Versprochen. Wenn ich schon mal hier unten bin, kann ich ein paar Meter weitermachen. Und ihr seht es auch, wie tief wir sind an dem Licht, wie wenig weit es die Materie hier durchdringt. Ne? So, eigentlich hier. Besser nur 3. Eigentlich ja 4, aber wird gar nicht. Ja. Ist nämlich schon hier. Genau. Und da machen wir besser auch nur 3. Jetzt können wir hier nochmal runtergehen. Hier 2 runter. Ah, genau. So. Lämpchen rein. Auch nochmal Lämpchen hin. Sind halt schon sehr tief. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir die Lava auf den Kopf fällt. Deswegen etwas vorsichtigerer Aushub hier an dieser Stelle. Na, hättet ihr gedacht, dass hier eine Höhle in der Gegend ist? Ich nicht. So. Lapis Lazuli, unser alter Freund. Des blauen Effektes. Ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Anzeichen ist, wenn hier so viele unterschiedliche Gesteinsschichten ist jetzt auch übertrieben, aber. Ah, Kohle. Wenn hier so unterschiedliche Dinge aufeinander kommen, einfach. So. Dirtfelder oder. Gravelfelder. Ich mache es jetzt hier etwas großzügiger, weil wir wissen ja inzwischen um diese Clusterbildung, die Minecraft so drin hat inzwischen. Ne? Also was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, dass zum Beispiel Diamanten nicht immer in der Nähe von Kohle vorkommen. Das fände ich jetzt persönlich etwas sinnhafter als in der Nähe von Redstone, aber ist jetzt halt über den Seltenheitsgrad eher angesetzt, diese Idee. Ideen werden angesetzt, ne? So, hier. Hier. Ja doch, wir sind auf der richtigen Höhe. Die Strippen mal weiterziehen hier. Das ist neu, ne? Ha. Emerald. Das heißt, das hat sich schon fast ge... Aber das ist auch neu, ne? Dass aus dem... Dass hier so Eier drin liegen. Mit so Viecher. Ich weiß gar nicht, in welcher Version die dazugekommen sind. Ja. Naja. Gut. Ah, hui. Sieht aus wie ein normaler Stein, ne? Jetzt den Unterschied noch nicht so ganz erkennen können, aber ja. Wahrscheinlich mit einer Wahrscheinlichkeit von bis gibt es die Viecher. Ja. Puh.
So, warum kann ich den nicht mehr aufnehmen? Ach, weil ich schon wieder so viele anderen Hots habe. Das war das hier. Ja. Was zischt denn hier? Jetzt noch mehr von den Viechern. Na gut, also wir legen jetzt erstmal den ganzen Rotz hier wieder ab. Ne, das haben wir ja schon mal gemacht. Da war so ein Nest von diesen Viechern entdeckt. Das irgendwas bringt, dass wir dieses Nest entdeckt haben. Pflastersteine. Kies kann auch rein. Pflastersteine. Stein, nein. Nein, Pflastersteine. Stein. So. Neue. Ein Emerald. Jede Menge Kohle. Hat sich doch schon wieder fast gelohnt. So, weiter wieder zu unserem Strippen. Strippzi-Punkt. Gut. Kündigen sich ja jetzt auch an. Ne? Also wenn man länger auf ihn rumschlagen muss, könnte da so ein Vieh drin sein. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was das sein soll. Das heißt wahrscheinlich für die Strip-Miner, um ein bisschen Spannung zu generieren. So. Bei die Weil. Da haben wir jetzt auch ziemlich weit noch. Achso, da sind wir ja darüber gegangen. Dann machen wir so weit, bis wir den Gang da hinten treffen. Na, da haben wir ihn schon. Ding, 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 ding. Ja, können wir alles wegnehmen hier. Ja, Fackeln gibt es auch genug. Können wir die noch umsetzen. Und dann gehen wir einfach mal in die Richtung hier zurück. Geht ja auch. Ach, da wird still und heimlich mitgezählt. Ach, ist schön. Okay. Kohle. Damit ihr auch was davon habt, setze ich mal wieder ein paar Fackeln. Ja. Oh, bin ich jetzt? Nein, bin ich nicht. Die Höhe stimmt. Oder die Tiefe. Viel mehr. So, gut. Weiter geht's. So, da oben können wir noch. Ja. Okay. So sind wir bis hierhin durch. Und im Gang daneben waren wir jetzt auch nicht so weit. Genau. Na, dann gehen wir hier noch ein Stückchen weiter. Wenn er hier mal ein Strip Mining Feld at its best bauen. Weil, also effizient ist das ja. Vielleicht sage ich hier die magischen Worte. Das könnte man ja mal ohne Video machen, aber ehrlich gesagt, so richtig Zeit dafür hat man ja nicht mehr. Ne? Das ist jetzt ein Problem, was ihr wahrscheinlich noch nicht so nachvollziehen könnt. Oder vielleicht doch schon. Naja. Ich weiß nicht, wie es bei euch dreien so aktuell aussieht. Mein Zeitpotenzial ist deutlich eingeschränkt in letzter Zeit. Ding, 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 ding. Was sind das für Viecher? Da kommt noch eins. Brenne! So, na, ist doch schön. Können wir hier noch ein bisschen Kies rausholen. Ich weiß nicht, ob die auf was hindeuten vielleicht. Sieht
gerade mal lesen gehen. Und ihr sagt es mir einfach. Ihr habt doch von sowas immer eine Ahnung. So aus. Deutet das auf was hin? Ist das was Besonderes? Bin ich jetzt auserwählt? Ha, hier sind wir. Wissen doch, wir sind hier irgendwo. In der Gegend von und zu. Ja. Gut, das Gitter brauchen wir nicht. Ich habe ja immer gesagt, den holen wir als erstes aus den Wänden raus, weil er verdeckt ja hoffentlich auch schöne Ressourcen, die da so am Rand sind, und er ist leicht zu entfernen, schnell und auch billig. Also Entfernungskosten sind jetzt nicht so hoch wie bei Stein oder so. Weil wenn ich mir meine Spitzhacke da angucke, die ist schon wieder ordentlich abgenuddelt. Gut, also es hat sich jetzt gelohnt, das ganze Feld für ein Eisen ist schon eine Hausnummer. Hier gelohnt wie Sau. So. Nichtsdestotrotz, trotz desto nichts, naja, es sind ein paar mehr Eisen. Oh, sogar 6. Oh, sogar 7. Oh, noch mehr. Schöner kleiner Erzader gefunden. Wahrscheinlich bin ich für Dias schon wieder. Na komm, komm raus. Na, wo bist du? Da bist du. Na? Brenne. Gut.